Hallo, ja, ist was aber. Hi Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge Retro Classics bei uns wieder. Die vierte Folge und da diesmal Smuggler's Run. Ein Spiel aus meiner Kindheit. Ich habe es noch nie gespielt, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne nur das Cover. Das hat mich in jedem Geschäft verfolgt, aber ich weiß nicht, gekauft oder so habe ich es irgendwie nie. Weiß ich Ich nicht. habe so gezockt wie er zum Beispiel mit seinem Street Skater. Ist jetzt keine, kann ich auch streng sagen, ist keine Bombe jetzt. Aber wie gesagt, die ganzen Erinnerungen von früher ist schon cool. Ist auch von 2000, wie man es gerade gesehen hat. Erstens von 2000, da gab es noch kein GTA 3, nix. Also zum Release kann man fast sagen, zur Richtig. PlayStation. Korrekt, ganz genau. Von daher kann man auch keine Grafikbombe erwarten, denke ich mal. Ja, es ist viel auch Quatsch hier dabei, wo man sagt, ach du Scheiße, aber die Sache ist einfach so, man verbindet da halt wirklich coole Erinnerungen mit von damals und deswegen musste ich es mir kaufen. Es ist auch nichts Teures, für 3 Euro habt ihr das Ding direkt irgendwo. Ich habe zu Hause nur Smuggler's Run 2 bisher. Und den zweiten Teil habe ich noch nie gespielt. Echt? Ne. Okay, vielleicht ist er besser, vielleicht ist er schlechter. Für mich wird immer der erste der beste sein, wegen der Kindheitserinnerung. Nur deswegen. Nur eine Sache, die hat mich schon immer abgefuckt und die werdet ihr jetzt sofort merken. Das ist Katastrophe in dem Spiel. Das hat mich als Kind schon genervt. Das war eine Aktion. Da. Warum nennt die mich Baby? Das hat mich immer schon abgefuckt. Also du fährst da jetzt immer durch diese Punkte, oder wie? Ja, du bist praktisch jetzt ein Lieferant und bringst, weißt du, zu gewissen Punkten deine Ladung ab. Umso öfter du das machst, umso mehr Polizei wird natürlich auf dich aufmerksam, ist ganz klar. Und du hast ja Okay. später Polizei, die dich verfolgt. Du hast Ja, mehrere Sachen. Du hast. man sieht halt so ein bisschen das GTA-Ding, ne? Unten die Karte und Genau. ja, dann sieht man halt auch das von oben. Da Guck ist okay. die Person, wie das aussieht. Die Ja. fallen wie Puppen. Das ist auch natürlich total bescheuert eigentlich. Also wie so ein Crash-Dummy. Ja, genau. Aber du fährst echt traumhaft. Und die fuckt mich auch mit ihrem Baby immer ab. Besonders wenn du dann noch jünger bist und dann kommt immer einer, ey Baby, ey Baby, nicht immer, was will die von mir? Nein, also ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Zu zweit habe ich es doch mit meinem Vater früher mal gespielt. Das war das Einzige, mit dem ich das mal gezockt habe. SUV ist auch ganz cool, Automatik und weiter. Nee, das war Katastrophe. Mal ausprobieren. Ich krieg gerade voll so ein Emotionsflash. Ich denke jetzt genau jetzt an früher. Das ist voll lustig. Ja, so geht's mir halt mit Wave Race oder sowas oder Ja. Street Skater, okay. Wollte früher nie jemand mit mir spielen, ganz ehrlich gesagt. Keine Ahnung, meine Eltern haben das damals angezockt, haben gesagt, ist ein ganz cooles Spiel. Aber das war's dann auch. Jetzt kommt zum Beispiel die Lieferei. Man sieht hier einen Koffer. Jetzt musst du die einsammeln da Genau, richtig. und Und da wir abliefern. liefern da hinten ab. Am Anfang ist das alles noch wirklich einfach, also alles easy. Also es wird dir am Anfang mehr oder weniger erstmal erklärt und du kommst erstmal rein und dann geht's Richtig, immer ganz mehr genau. zur Sache. Du kannst aber wirklich jetzt nicht hier 1000 Modis erwarten, wo du sagen kannst, boah, ja, das Rückwärtsfahren ist auch ganz komisch in dem Also Spiel. Schadensmodell hat das Spiel ja auch Hat so ein es auch, bisschen. ja. Also das ist schon. Zumindest der Kotflügel ist ja gerade weggeflogen. Du kannst das komplette Ding zerstören. Es ist möglich. Okay. Das Lustige ist aber das Schadensmodell der Tiere. Du hast hier Tiere manchmal wirklich, also hier kommt mal ein, zwei Tierchen kommen hier mal. Und wenn du die umfährst, dann sieht das aus wie so ein Besoffener, der irgendwie auf dem Boden liegt und dann mit dem Arm nach oben wedelt. Ihr werdet das, ich hoffe mal, dass man später mal sieht. Es ist einfach nur lustig. Ihr lacht euch kaputt. Genau wie die Person gerade, wo ich die zwei Polizisten umgefahren habe. Die haben den Arm dann so hoch und winken dann noch so. Das ist ganz witzig. Das sind alles komplette Grafikbugs. Ja, und genauso ist dieses Road Rage, was es jetzt für die PS4 gibt, nur mit Motorrädern halt. Aber es ist genau das Gleiche. Du fährst einfach nur von Punkt zu Punkt. Es hat massig Grafikbugs. Also ich sag mal, bei einem Anfangs-PS2-Spiel verzeihe ich das noch sehr, sehr gerne. Es sieht ganz gut aus. Aber bei einem PS4-Spiel, da ist also das ist für mich der Ofen aus. Also das ist für mich wirklich Schrott. Kann man nicht anders sagen. Ey, also bei PS4-Spielen ist es auch vor allem einfach ein Witz, dass man auf dem physischen, also eine CD,
überhaupt so einen Müll drauf lädt. Ja. Wenn man jetzt ein reines Download-Spiel holt. Noch ein Update vorher. Ja, wenn es als reines Download-Spiel ist, kann man ja sagen, okay, dann bringt das Download halt früher raus, könnt ihr ja machen, und dann wird es halt da immer geupdatet, dann ist es ja scheißegal. Aber man verkauft ein Spiel, was unfertig ist, und ja, das geht überhaupt nicht. Das ist also, da hängt ein Polizeiauto, hängt im Haus drin und zittert so wackelt so, ne? So, kannst du dir vorstellen. So ein Schwachsinn. Und manche Laternenpfähle kannst du umfahren und andere nicht. Mhm. Oder fährst du einfach mittendurch. Totaler Schwachsinn halt. Ja. Jetzt kommt zum Beispiel die Polizei, man merkt. Und wenn die dich fasst, ist es. Ist es vorbei, dann bist du geschnappt, ja. Es kommt aber leider keine irgendwie eine schöne Animation, dass man sagen kann, oh cool, die Polizei hat dann geschnappt, wie bei Road Rage. Bei Road Rash. Oh, Road Rash, ja. Da kommt ja diese Polizei-Animation da, hast du mir erzählt. Und das ist ja Weltklasse. Also Road Rash auf der PlayStation 1, das ist wirklich ein Traumspiel, wirklich ein Arcade-Klassiker, kann man so sagen. Aber auch zum Schluss kein leichter mehr, ne? Wie du gesagt hast. Ist schon bockschwer, aber das ist ein Spiel, wo du einfach nur sagst, ich hock mich jetzt hin, hab Geduld, probier's einfach 100 Mal und irgendwann klappt's. So, jetzt gebe ich dir einmal, dann machst du eine Runde mal alleine und dann spielen wir mal zu zweit. War das jetzt einfach so wie ein Rennspiel, also du gibst auf X Gas korrekt. Und lenkst dann mit dem Analog. Ganz genau. Ja gut, sollte ich hinbekommen. Erst immer mal gucken, was du jetzt machst, aber das ist eigentlich auch ganz easy. Das würde ich dir empfehlen für den Anfang, ist am besten. Ja, das Handling ist glaube ich besser. Ganz genau. Gibt es da auch noch andere Autos später? Oder Ja doch, du kannst den Polizeiwagen freischalten. Okay. Und noch irgendein Auto, da kann ich mich aber ganz ehrlich nicht mehr daran erinnern. Soweit habe ich dann auch nie gespielt. Zu der Zeit bin ich halt immer nur rumgerast, war halt froh, dass ich von N64 auf PS2 gewechselt hatte. Nur darum ging's. Vielleicht die Polizei irgendwie weggerammt oder so. Ja, ganz genau. Oder bin dann zu zweit mit meinem Vater mal gefahren oder so, hab die ganze Welt erkundet, bin da rumgeflogen, war einfach ganz cool. Gut, hier muss man ja sagen, viel, viel besser als die N64 ist es da ja auch noch nicht so gewesen, die Grafik. Nee. Wo dann auf einmal 2 Jahre später GTA Vice City rauskam, dann war natürlich vorbei. Ne? GTA 3. Ja, allein schon das. Also es lenkt sich schon mal besser als dieses Crash-It. Ja, bei Crash-It war es halt so, dass die Lenkung viel empfindlicher war. Man musste halt wirklich aufpassen jetzt, oh scheiße, lenkst du ein klein bisschen zu viel, bist du direkt in der Mauer drin. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man fährt ein Auto von GTA, ein bisschen besser. Ja, und du musst aufpassen, hier könnte ein Zug kommen, ne, der dich platt macht. Das gibt es in dem Spiel tatsächlich auch Züge. Das war wirklich noch die Anfänge von Rockstar Games. Die waren ja zwar schon ein bisschen geübt von GTA 1 und 2, aber so ein richtiges 3D-Rennspiel hatten sie ja noch nicht rausgebracht. Und ja, das erste Resultat. Ja, was ist das überhaupt? Ein Autospiel mit Missions... Ja, so ein Auto-Action-Spiel ist so das. So eine irgendwie. Art, ja. Was gab's vorher? Driver halt. Aber Driver ist halt eher eine Straße. Korrekt, ganz genau. Hier hast du halt so, dass du Fahrzeuge hast, wo du wirklich mit fliegen kannst. Du bist festgenommen worden. Ja. Du siehst, also die Polizei kann dann doch schon aggressiv werden, aber am besten musst du mal das Spiel beenden. Wir spielen mal zusammen. Ja, wie gesagt, Driver kenne ich natürlich, habe ich gerne gespielt. Welchen Teil? 1 und 2, wobei ich sagen muss, bei 1 das Parkhaus, jeder weiß, das Parkhaus ist zum Kotzen. Aber legendär, eine legendäre Mission. Können wir vielleicht auch irgendwann mal anzocken. So, 2 Spiele. Du darfst jetzt ein Level aussuchen, lieber Steffen. Ja, jetzt haben wir doch fast alles gesehen. Nimm einfach mal Schnee. Wir nehmen jetzt mal den Schnee, gucken uns das mal an, wie das genau aussieht. Du darfst dir ein Auto aussuchen. Ich nehme jetzt diesmal den Trophy Truck. Ah, jetzt hast du noch Trophy Truck und Rally Car. Guck mal, da hast du ja doch noch ein paar. Ja, du hast ein paar. Ich konnte mich aber an alles nicht mehr erinnern. Du hast auch später noch ein Polizeifahrzeug und dies und das. Da hast du schon welche. Hast du gesehen, Polizeifahrzeuge. Du kannst mich jetzt rein theoretisch auch verfolgen die ganze Zeit oder sowas alles. Das ist ganz lustig. Ich nehme jetzt mal blau, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. Meine rot. Passt ja. Ja. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal so ein paar Tiere finden, die wir mal anfangen können. Guck dir das an. Oder ein Typ. Du lachst dich kaputt, wenn du die anfährst. Das ist krank.
Das war bei Road Rash, da konntest du immer die Leute umfahren, die laufen da über die Straße. Eine alte Oma mit einem Stock läuft über die Straße und klatsch, einfach umgefahren. Ist schon heftig. Würde ja heute direkt wieder heißen, oh Gott, Indizierung. Damals war das Spiel ab 16, das war mir aber nie bewusst. Das war, glaube ich, mein erstes PlayStation 1 Spiel, das ich je gespielt habe, war, glaube ich, Road Rash. Also zumindest kann ich mich daran erinnern. Das war so geil. Und irgendwann habe ich hinten drauf gesehen, oh, das ist ja ab 16. So, du müsstest mich jetzt rein theoretisch verfolgen. So Art Rammen oder nee, das ist jetzt ein rein offenes Spiel, aber mit dem Pfeil heißt es halt praktisch, zeigt er halt, wo der andere Kollege ist. Du bist jetzt Polizist, rein theoretisch könnten wir das Spiel verfolgen, ich krieg mich. So, es ist ein offenes Spiel, du kannst machen, was du möchtest. Wir können ja mal gucken, ob wir ein paar Tiere finden, die finden wir in der Wüste viel, viel mehr als hier im Schnee. Also die Vibration wird auch unterstützt, also der vibriert hier ordentlich. Ja. Man merkt aber auch jetzt, dass dein Auto besser rüberkommt. Ja, ist ja klar. Ich hab ja so ein Geländefahrzeug und du hast halt ein wirkliches Sportfahrzeug, was auch dafür geeignet ist, aber natürlich nicht in der Geschwindigkeit. Hier auf dem Eis macht es auch richtig Spaß zu fahren. Hier hättest du zum Beispiel mehr Vorteile als ich auf dem Eis. So, wenn du ein Schadensmodell maximal hast, wirkt dein Auto ab, dann musst du gucken, dass du es reparierst. Das reparierst du durch irgendwelche Kisten. Die liegen hier irgendwo versteckt. Und natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt geht es auch wieder besser. Aber wie gesagt, auch wenn du gleich maximale Energie wieder hast, hast du trotzdem später, wenn ich dich einmal ramme, bist du direkt wieder auf Rot. Also du müsstest gucken, dass du später eine Kiste findest. Ja, das Auto hat sich gerade wieder so ein bisschen selber repariert. Ja, zumindest dass es wieder fährt wahrscheinlich. Ja, natürlich, sonst hätte sie eigentlich keine Chance mehr. So, hier sind glaube ich zwei Personen. Ja. Komm, fahren wir einer um. So, gucken wir mal auf die Personen drauf. Da, guck mal. Pass drauf, da. Pass mal um, guck dir die Person mal an, die lacht euch kaputt, wenn die im Schnee hängt. Die winkt nach euch. Moment, ich kick die mal hier rüber. Fahr die mal um, in den Schnee rein. Ja, ich glaube, so kriegst du... Ja, ich hab mir jetzt gerade den Front... die Frontstoßstange ja, guck, an der Person abgefahren. Guck dir an, da. Das ist total lustig, wie die rumfliegen. Man lacht sich total am Arsch. Da, der winkt. Der hängt jetzt mit dem Arsch irgendwie im Schnee drin und macht einen Spagat. Das ist halt das Lustige an dem Game. Du hast manchmal, also das sieht aus, wenn du die umfährst. Also die sterben aber auch nicht. Nö, also die kannst du nur umfahren. Ja, das... du kannst mit 300 hier platt fahren und trotz allem... Guck mal, wie das aussieht. Ja, ist schon halt ganz lustig gemacht. Jetzt läuft er wieder, jetzt rennt er. Ja, lass ihn laufen, ey. Also mein, einfach das Beste an dem Spiel ist wirklich einfach die Rumcruiserei. Also da hast du echt Fun. Wird natürlich schnell langweilig, deswegen sage ich ja auch, das ist ein 2-3 Euro Spiel. Ich schätze mal, das lag damals auch so in einem Aldi oder sowas oder in einem Pennymarkt. Ja, also so ein Wühlkistenspiel. Ja, genau. Aber ja. Da ist halt das Kind wirklich, was heißt als Kind, als 12-Jähriger so. Wie gesagt, das Cover, also ich kann schwören, egal wo ich hingegangen bin, dieses Cover habe ich immer gesehen mit diesem Typen mit dieser Sturmmaske da vorne drauf. Ja, so das ist Cover. So ein, wie nennt man die hier? Das ist, die. Irgendwie da auf Afghanistan oder so. Ja, das ist so eine spezielle Gruppierung. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ja, kein, so. Auf jeden Fall sind das Schmuggler. Ja. Spezielle Schmuggler, deswegen nennt sich das ja Smugglers Run. Ja. Ich muss wirklich sagen, trotz allem gefällt mir dieses Spiel am besser noch als Midnight Club 1. Du kennst vielleicht Midnight Club? Ich habe Midnight Club gespielt, also. Ja, aber gut. Das war nicht wirklich meins, sag ich mal ganz ehrlich. Also der erste Teil ist auch wirklich, wenn ich sagen muss, von der Grafik gut ein bisschen besser. Aber es macht mir keinen Spaß. Smugglers Run 1 finde ich da wesentlich besser vom Spaßfaktor her. Also das hier ist jetzt auch wieder so ein Spiel, das hätte ich früher auch gespielt. Da holst du dir einfach einen Kollegen und fährst einfach stundenlang da rum, ohne Sinn und Zweck eigentlich. Ja. Aber es macht einfach Spaß, keine Ahnung, man kann den anderen wegrammen oder man fährt irgendwelche Leute um oder macht irgendwelche Stunts. Oh, hier zum Beispiel, die Angler hier. Hier auf R1 kann ich die Karte. Guck da, der Angler, der hat Spaß. Also es ist, ja wie gesagt, solche Spiele habe ich früher auch sehr, sehr oft gespielt. Irgendwelche Spiele, wo du einfach nur ein bisschen rumfährst. Tony Hawk zum Beispiel konntest du ja auch, oder Driver. Ja, genau. Wo du einfach mit dem Kollegen da rumgefahren bist. Ach, guck mal, wie der läuft. Ja. Als wenn er in die Hose gemacht hätte. Hammer. Da ist doch auch ein Schiff von dem oder so ein Boot. Ja, natürlich. Warte mal, ob man das sind Eisfische. Das kann man auch weghauen.
Guckt mal an, wie der Typ läuft, ey. Das ist der Hammer. Als wenn er sich, ohne Scheiß, als wenn er sich in die Hose gemacht hat. Schaut mal an. Hier. Der hat sich schon in die Hose gemacht. Da sind noch drei. Ui. Ja, ihr merkt schon, wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Also ich muss wirklich sagen, da hat Kevin wirklich recht. Also ich kann auch verstehen, dass er das damals gezockt hat. Mhm. Ich kannte es bisher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, außer das Cover halt. Ja, es ist gut, das Cover sieht halt mehr aus, als es ist, aber wie gesagt... Ja, ich dachte ja immer, das wäre so ein Spiel, wo du auch rumläufst und irgendwelche Leute abschießt oder so. Nein, auf keinen Fall. So sieht halt das Cover aus. Ja, natürlich, mit so Sturmhaube denkt man halt direkt wieder irgendwie an eine terroristische... Gut, es sind auch Verbrecher, es ist halt hier, es sind wirklich... Aber es ist mehr auf lustig gemacht. Natürlich, klar. Das Spiel ist auch, wie viele Jahre ist das? Wir können mal gerade gucken. Es ist trotzdem ab 16, weil halt... Menschen umgefahren werden. Und ja so gut, die stehen halt wieder lustig auf. Das Einzige, glaube ich, was das Problem ist, diese Autoschieberei und Polizei und was du da all machen kannst. Das sind halt Verbrechen, die du hier machst. Das war einfach das Problem. Wenn es heute, glaube ich, rauskäme, das Spiel, da wäre es ab 6 oder was. Ja, jetzt. Aber wegen diesem ganzen ISIS-Kram, so wäre es vielleicht trotzdem ab 16. Ja gut, da hast du wieder recht. Das ist aber auch immer schade, nur weil irgendwelche Penner irgendeinen Scheiß machen. Wird dann immer auf die Spiele direkt geschoben. Oh, das war ein großer Blut. Du hast eine Schadenswarnung erhalten. Ja. Also, wie gesagt, fangen wir mal an grafisch. Was würdest du grafisch sagen jetzt? Nur rein grafisch? Ja, also, auf den ersten Blick würde ich sagen, ist es nicht so schön, aber da es von 2000 ist und eines der ersten PlayStation 2 Spiele ist, es ist okay, also ich finde es ganz gut. Das ist jetzt 18 Jahre alt, kann man fast sagen. Also ist schon kräftig. Steuerung ist gut, also wie man ein Auto steuert auf der PS2, so stelle ich mir das vor. Ja, es rutscht hier natürlich ein bisschen, es liegt ja auch Schnee. Ich habe nicht das geländetauglichste Auto ausgewählt. Also Steuerung ist gut, absolut. Anhand des Schadensmodells muss ich wirklich sagen, ist die Grafik da in der Hinsicht wieder der Kracher. Guck mal mein Auto an, das ist komplett blank. Ja. Bei mir ist nichts mehr dran. Ey! Steuerungsmäßig muss ich wirklich sagen, also von mir aus jetzt, es ist ziemlich gut zu steuern, auch ziemlich easy. Also da musst du jetzt nicht groß was lernen, du kannst einfach drauf rumrasen und fertig. Ja, und es ist wieder so ein Spiel, wie gesagt, das hättest du früher als Kind oder so. Auch wenn das Spiel jetzt ab 16 ist, ganz sind wir mal ehrlich, jeder hat irgendwie Spiele gezockt, die nicht ganz dem Alter getaugt haben. Ist einfach so ein Spiel, wo du einlegst und wird einfach stundenlang gezockt, aus Spaß einfach da rumgefahren und ja. Macht also auf jeden Fall Spaß. Also, und ihr kriegt es vielleicht für 3-4 Euro, wenn überhaupt. Also ja, ich werde es mir auf jeden Fall noch kaufen. Ja, nächstes Mal zocken wir bei dir, ne? Weißt du Bescheid? Ja, Leute, das ist wieder so ein kleines Spielchen hier gewesen von uns. So ein kleines, wie sagen wir immer, ich bin total raus aus dem Game hier, aus dem Dings hier, was wir eigentlich machen. Retro Street Classics. Ja, siehst du mal, ich bin nur noch am Zocken hier, ich glaube. Ja, Kevin, der ist gerade. Da merken wir auch schon, was ich manchmal für eine Scheiße vor mir rede. Aber der ist gerade wieder 20 Jahre jünger oder so. So ungefähr 18. Papa. 18 Jahre jünger. Noch vorbei. Nee, wie gesagt, ich glaube, wir werden jetzt gleich noch ein paar Stunden, nein Spaß, ein paar Minuten noch weiter zocken. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge. Steffen sucht sich mal was Schönes raus, was ihm so gefällt. Und ja, bin ich mal gespannt. Macht's gut, Leute.